Hallo zu meinem nächsten C-Sharp Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man in C-Sharp eine bestimmte Zeit abwarten kann. Viele kennen wahrscheinlich das Problem, dass C-Sharp-Anwendungen sollen für eine bestimmte Zeit warten und dann erst etwas weiteres ausführen. Diesen Zweck hat die Funktion SystemThread, Sie hält den aktuellen Thread um die in Klammer angegebene Zeit in Millisekunden an. Ein Thread ist eine Art Unterteilung eines Prozesses. Eine C-Sharp-Anwendung wird in einen eigenen Prozess gestartet, auf dem Betriebssystem laufen. Aber auch viele andere Prozesse. Deshalb schaltet das Betriebssystem fortlaufend zwischen den Prozessen um, der jeweils aktiv dabei ausgeführt wird. In C-Sharp-Anwendungen können wir nun verschiedene Threads erstellen. Diese laufen scheinbar unabhängig voneinander ab, bekommt unsere Anwendung vom Betriebssystem den Fokus, wechselt die Anwendung selber noch zwischen den Threads hin und her, sodass der Eindruck von einer simulanten Arbeit diese entsteht. Eine gewöhnliche Windows-Form-Anwendung besteht aber nur aus einem Thread, sodass folgender Code das ganze Programm für eine Sekunde einfriert. So, Code anzeigen. Und jetzt machen wir zum Beispiel einen Button. Button-Click. Machen wir System Treating Punkt Treat Punkt Sleep. Klammer auf. 1000. Weil das sind einfach, ist genau eine Sekunde. Und danach soll es zum Beispiel ein, ah, ach, ich bin ein, so, nachher soll es Messagebox Punkt Show Hallo. So. Testen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Wo hat das Programm? Das Programm startet noch. So, es ist auf meinem zweiten Bildschirm hier. Ich drücke auf den Button. Eine Sekunde wartet und es erscheint Hallo. So, jetzt werden wir das mit einer kleinen Verzögerung, also mit einer größeren Verzögerung machen, die wir aber etwas anders aufbauen werden. Es tut mir leid, dass es so langsam ist, weil ich render gerade die anderen Folgen und deswegen dauert's. So, da haben wir eine Textbox. Jetzt machen wir int Zeit ist gleich txt Textbox.text. Vorher noch Convert to String, ah, to Int natürlich, oder schließen Int total ist gleich Zeit mal 1000. Und jetzt schreiben wir hier total rein. Ich werde kurz mal testen, wieder, ob es funktioniert. Und ja, ich denke, ich habe euch das jetzt ziemlich gut erklärt. Ich habe jetzt auch wieder mehr Zeit, um Videos zu machen. Das heißt, ich werde wieder mehr Folgen hochladen. Ich habe auch schon einiges vorbereitet. Ja, da haben wir es jetzt. Wir machen 5 Sekunden. Ich drücke. 1, 2, 3, 4, 5. Und da steht Hallo. Ja, bis zum nächsten Mal.